Hyperlinks verwendet man mit dem Tag A. Das sind Verweise auf entweder externe Webseiten oder auch auf interne Webseiten. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Wir bauen jetzt hier einen A-Tag ein und wir verweisen jetzt einfach mal auf die index.html. Das heißt, die Seite wird auf sich selbst verweisen. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn, aber ich kann da auch gleich noch eine Alternative zeigen. Zwischen die beiden A-Tags schreibt man den Text, der dann später angezeigt wird. Speichern und aktualisieren. Und hier sehen wir dann unseren Hyperlink. Wenn wir jetzt hier draufklicken, werden wir einfach wieder auf die index.html weitergeleitet. Jetzt zeige ich noch kurz ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre hier auf https://w3schools.com. Ich speichere das, aktualisieren. Wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich hier auf diese externe Webseite. Ich gehe nochmal zurück auf unsere Seite. Wenn ich jetzt möchte, dass das in einem externen Fenster geöffnet wird, gibt es hier einen kleinen Zusatz. Und zwar wäre das Target ist gleich so ein Strich unten blank. Speichern wir das, aktualisieren. Wenn ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich ein neues Tab. Und wir haben hier beide noch offen.